Hallo ihr Lieben, ich hoffe es geht euch gut. Mein Name ist Nathalie und ich nehme euch heute mit in den Botanischen Garten von San Antonio. San Antonio ist in Texas. Texas ist in den USA und zwar im Süden. Ihr seht, ich bin schon geschwitzt, bevor es losgeht. Das heißt, es ist schon richtig heiß hier und ja, wir gehen jetzt mal rein. Wenn ihr den Park betretet, dann findet ihr zu eurer Rechten als allererstes das Welcome Center. Dort seht ihr, was aktuell so im Park los ist und was man sich angucken kann, welche Ausstellungen es gibt. Und wir haben dort tatsächlich die Texas Bluebonnet gefunden. Das ist die offizielle Staatsblume von Texas. Gleich hinter dem Welcome Center findet ihr den Gemüsegarten. Wir sind im April hier, das heißt, außer jeder Menge Petersilie ist hier noch nicht so arg viel los. Ihr seht aber schon, die ersten Sachen sind gepflanzt. Tomaten stehen in den Startlöchern, aber das ist mit Sicherheit eine Sache, die man sich im Sommer angucken sollte. Der Botanische Garten von San Antonio wurde 1980 eröffnet. Die erste Idee dazu gab es aber schon 1940 und es hat dann wirklich 40 Jahre lang gedauert, von der ersten Idee über die Planungen, die Finanzierung bis letztendlich zur Verwirklichung des Gartens. 1988 wurde dann das sogenannte Lucille Halsall Konservatorium hinzugefügt. Ihr seht das ganz hinten am Horizont, dieses Glashaus, was da rausguckt. Das schauen wir uns auch gleich als allererstes an. Es handelt sich dabei um 5 Gewächshäuser, die jeweils eine Klimazone beherbergen und dann auch die Pflanzen beherbergen, die in diesen Klimazonen vorkommen. Der argentinische Architekt Emilio Ambaz, und er ist glaube ich auch Industriedesigner, hat das Konservatorium entwickelt und mich persönlich erinnert das immer so ein bisschen an einen Vulkan. Also es wirkt so prähistorisch auf mich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, warum. Es muss super kompliziert gewesen sein, ein Gewächshaus für diese Region zu bauen, einfach weil die texanische Sonne unfassbar heiß ist. So, wir gehen jetzt mal rein und schauen, was wir da drin finden. Der erste Raum, in den wir reinkommen, ist der Exhibit-Raum. Und man merkt schon, dass es eine relativ hohe Luftfeuchtigkeit hier drin gibt. Wenn ihr euch nach links dreht, seht ihr als allererstes 2 riesengroße Philodendron Lickety Split. Darüber habe ich ja auch schon mal ein Video gemacht. Und hier seht ihr, wie sie aussehen, wenn sie ausgewachsen sind. Es ist einfach eine Größe, die man sich gar nicht vorstellen kann. Hier seht ihr jetzt die Monstera Adansonii, die haben ja vielleicht auch einige von euch zu Hause. Und auch hier kann man jetzt sehen, was für Ausmaße das annehmen kann, wenn man der Pflanze das gibt, was sie braucht. Also die Luftfeuchtigkeit, den Platz, die Sonne. Und ihr seht auch, wie sie die Wand hochgeht. Und wenn wir jetzt nochmal zurückgehen, dann könnt ihr sehen, wie groß die Blätter auch werden können. Also man darf die Pflanzen hier ja nicht anfassen, aber das sind DIN A4 große Blätter. Ich denke, das ist auch das, was einen botanischen Garten ausmacht. Man muss ihn also so ein bisschen als Museum für Pflanzen sehen, weil hier kann man die gleichen Pflanzen sehen, die man auch zu Hause hat, aber eben in den Dimensionen, die sie tatsächlich annehmen können. Und natürlich auch in Kombinationen, die ihr so zu Hause wahrscheinlich gar nicht pflanzen könnt. Hier sehen wir jetzt eine richtig große Geigenfeige und ich zeige euch nachher noch eine größere, aber auch hier, ich finde es einfach super interessant, wie groß die Pflanzen eigentlich werden können. Wenn ich das jetzt mit meiner kleinen Zuhause vergleiche, ist das wirklich eine andere Dimension. Das hier ist eine Medinilla. Auch die habe ich zu Hause gehabt und gehabt deswegen, weil ich es nicht geschafft habe, sie durchzubringen. Das ist also eine der Pflanzen, die ich tatsächlich auf dem Gewissen habe. Wenn man sich ein bisschen nach links dreht, dann sieht man, wie groß Strelitzien werden können. Viele kennen das vielleicht schon aus irgendwelchen Filmen oder tropischen Dokumentationen und man sieht die Strelitzien, wie groß die werden. Es ist wirklich beeindruckend. Dieses erste Gewächshaus, in dem wir jetzt hier sind, hat einen Rundgang und in der Mitte von diesem Rundgang ist ein Baumstumpf, also es ist ein toter Baum, es ist kein lebender Baum mehr, an dem ganz viele Ranken hochwachsen und auch epiphytische Pflanzen gepflanzt wurden. Also epiphytisch bedeutet, dass die Aufsitzerpflanzen sozusagen sind und mit Luftwurzeln sich an dem Baumstamm festhalten und sich auch mit Wasser und Nährstoffen versorgen. Aber auch eure Airplants, also diese Pflanzen, die überhaupt gar keine Wurzeln haben und einfach von der Luftfeuchtigkeit leben, wurden hier drauf gepflanzt. Super interessant und es lohnt sich auf jeden Fall einmal komplett drumherum zu laufen. Wir sind mehrfach drumherum gegangen, weil es so viele Sachen zu entdecken gab.
Auf der anderen Seite findet man dann die zweite Geigenfeige, von der ich vorhin schon mal gesprochen habe. Und die ist tatsächlich nochmal viel größer als die erste, die ich euch gezeigt habe. Wenn man sich dann umdreht, also mit dem Rücken zu dieser Geigenfeige, dann sieht man, wie extrem Luftwurzeln sich ausbilden können. Eine Sache, die für mich total aufregend war, war die Blüte der Calathea triostar. Ich habe ja selber eine zu Hause und sie wird wahrscheinlich niemals blühen, wenn sie in einem normalen Zimmer steht. Aber hier unter diesen Bedingungen hat sie tatsächlich ganz viele Blüten und sieht wunderbar aus. Bei dieser Pflanze war ich mir nicht ganz sicher, was es ist. Erst dachte ich, es ist eine Calathea, aber die Blüten haben schon angezeigt, dass das eigentlich nicht stimmen kann. Es ist mit Sicherheit ein Spatiphyllum, also ein Einblatt, so kennt ihr das, aber es ist eine variierte Form. Das kommt tatsächlich nicht so häufig vor, es ist auch das erste Mal, dass ich das gesehen habe, aber ich weiß, man kann die mittlerweile auch kaufen. Wir sind jetzt mittlerweile schon in der zweiten Runde, die wir gedreht haben. Und hier filme ich euch jetzt mal die allergrößte Orchidee ab, die ich jemals gesehen habe. Ich habe leider kein Foto gemacht mit mir daneben, aber die ist einen ganzen Kopf größer als ich selbst. Ich bin 1,60, nur als Referenz. Dann gab es noch jede Menge Philodendron. Und ihr seht jetzt auch schon wieder, wir sind zurück bei dem Ausgangspunkt, also bei dem Philodendron Lickety Split. Ich will euch aber noch ganz schnell eine Sache zeigen. Und zwar gibt es ganz viele Philodendren, die diese Stämme ausbilden. Man sieht also die Blattnarben, wo eben vorher Blätter gesessen haben. Und das ist einfach super interessant. Und hier noch ein Crystal Anthurium. Wir sind zurück bei dem Lickety Split. Und ich habe gedacht, ich filme auch nochmal da rein, wie das tatsächlich innen aussieht. Also ihr seht auch hier wieder diesen Stamm. Ihr seht die Blattnarben. Also ich glaube, ihr merkt auch schon, was meine Lieblingspflanze hier in dem ganzen botanischen Garten ist. Wenn ich jetzt nochmal einen Schritt zurückgehe, ich meine, ihr habt es ja vorhin am Anfang gesehen, aber es ist wirklich eine so beeindruckende, große Pflanze. Und man kann sich manchmal auch gar nicht vorstellen, wie groß die Blätter wirklich sind. Deswegen, ich mache mal hier den Handvergleich. Ich habe aber wirklich nicht gleichzeitig meine Hand und ein ganzes Blatt auf den Bildschirm bekommen. Aber vielleicht könnt ihr es euch ja jetzt ein bisschen vorstellen, wie riesig die einfach sind. Auch dieser Philodendron bildet Luftwurzeln aus und dieser hier lässt sie tatsächlich bis ins Wasser hängen, also bis ganz nach unten, kann auch dadurch wieder Feuchtigkeit aufnehmen. Manchmal nutzen diese großen Philodendren auch die Luftwurzeln ein bisschen zum Abstützen und Festhalten. Ich habe auch gedacht, ich filme euch mal ein bisschen die Orchideen ab. Ich weiß nicht, wie viele Orchideenliebhaber unter euch sind, aber es ist ja bei uns in Deutschland einfach eine sehr, sehr beliebte Pflanze. Und deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass einige von euch wirklich Orchideen mögen. Es gibt so viele unterschiedliche Orchideen, auch von der Blüte her, vom ganzen Wachstumsmuster her. Und deswegen finde ich diese Pflanzenfamilie auch ziemlich interessant, muss ich sagen. Hier seht ihr jetzt auch nochmal ein paar unterschiedliche Orchideenblüten. Ja, es sind wirklich ganz verschiedene Formen dabei. Hier nochmal die, die wirklich so super filigran ist mit diesen ganz langgezogenen Blütenanteilen. Und was auch interessant ist, wenn ihr jetzt schon mal in den Hintergrund guckt, da seht ihr eine Efeutute Enjoy, so wird sie verkauft zumindest unter dem Namen, mit diesen Kuhflecken. Und die wurde hier tatsächlich auch auf die Wände losgelassen. Also ich würde schon fast sagen, die verhält sich ein bisschen invasiv. Ihr seht, die klettert einfach die Wände hoch und verbreitet sich. Was mir in diesem Pflanzenraum wirklich richtig gut gefällt, sind die verschiedenen Sichtachsen. Wenn man, je nachdem wo man steht, quer durch den Raum guckt, naja, mal davon abgesehen, dass man gar nicht bis an das andere Ende des Raums gucken kann, aber man hat dann diese verschiedenen Layer von Pflanzen. Man hat diesen großen Baumstumpf in der Mitte mit den ganzen epiphytischen Pflanzen. Man hat diese schöne Bodenbepflanzung und auch da wieder Farbe unten am Boden. Es gibt einfach so viel zu entdecken. Das macht wirklich sehr viel Spaß. Ich weiß gar nicht, ich glaube, wir sind über eine Stunde
in diesem Raum drin geblieben. Nicht nur, weil ich so viel gefilmt habe, sondern wirklich, weil wir so viele neue Sachen entdeckt haben, jedes Mal, wenn wir rumgelaufen sind. Es gibt auch immer mal wieder Schilder an den Pflanzen. Das hilft dann natürlich vor allem bei Pflanzen, die man jetzt selber nicht kennt oder nicht zu Hause hat. Die hier zum Beispiel ist mir völlig unbekannt. Aber das ist natürlich auch total interessant, dann mal was Neues zu sehen. Bevor wir jetzt diesen Raum verlassen, möchte ich euch noch eine Pflanze zeigen, und zwar diese hier, eine Schefflera. Die könnt ihr ja auch kaufen, fast überall in jedem Gartencenter, aber nicht in dieser Dimension. Hier nochmal ein kurzer Überblick, bevor wir rausgehen. Ihr seht den Rundweg, den ihr gehen könnt. Ihr seht, wie wunderschön das bepflanzt ist und auch wie üppig das bepflanzt ist. Es ist einfach, ihr kommt rein, ihr seid überwältigt. Ich denke, anders kann man es gar nicht sagen. Überwältigt ist das richtige Wort. Hier seht ihr nochmal die Geigenfeige. Vielleicht wird auch jetzt die Dimension so ein bisschen klar. Man sieht auch nochmal die schöne Glaskonstruktion. Also es ist wirklich ein sehr ästhetisches Gewächshaus und auch funktional. Also Respekt, wer es geschafft hat, in einem Gewächshaus die texanische Sonne so auszuschließen, dass sie die Pflanzen, die da drin sind, nicht einfach gnadenlos verbrennt. So, wir verlassen jetzt den ersten Raum und ihr seht direkt gegenüberliegend schon das Palmenhaus. Links und rechts seht ihr dann noch weitere Gewächshäuser. Einmal noch kurz den Blick zurück, dass ihr seht, wo wir hergekommen sind. Wenn wir jetzt in den nächsten Raum gehen, dann werdet ihr schon feststellen, es ist nicht mehr ganz so üppig bepflanzt. Aber was interessant an diesem Raum ist, ist einmal der Schokoladenbaum ganz hinten, den zeige ich euch gleich. Und wie ich finde, das Syngonium. Also Syngonium ist ja auch eine Hauspflanze, die man überall kaufen kann. Und den meisten Leuten ist, glaube ich, gar nicht klar, dass es eigentlich eine Ranke ist. Also man kann das jetzt vielleicht hier so ein bisschen sehen. Das hier ist das Syngonium. Das rankt sich um das Gestein. Und das Interessante am Syngonium ist auch, dass es von diesem dreieckigen Blatt in tatsächlich drei einzelne Blätter übergeht, wenn es älter wird. Also wenn man eine sehr, sehr alte Pflanze hat, dann kann man beobachten, wie sich die Blätter teilen. Super interessant. Das ist jetzt der Kakaobaum, von dem ich eben gesprochen habe, Kakao- oder Schokoladenbaum. Ihr seht jetzt, dass der die Blüten am Stamm hat. Und das liegt einfach daran, dass die Blüten ja irgendwann zu Früchten werden und jede Pflanze möchte, dass die Früchte von Tieren gefressen werden und somit sich der Samen verteilt. Und damit besonders schwere Tiere die Früchte auch fressen können, sind die eben am Stamm und nicht irgendwo im Geäst. Hier seht ihr noch eine Papaya und auch eine Bananenpflanze, auch alle in diesem tropischen Raum beheimatet. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen nach unten gucken, dann sieht man dort noch eine Vanillepflanze und eine Ananaspflanze und dann mehrere Ananaspflanzen. Also diese kleinen sternförmigen hier unten, 1, 2, 3, 4, 4 oder 5, das sind Ananaspflanzen. Hier seht ihr auch nochmal eine wild gewordene Efeutote, die Enjoy, die wir vorhin schon gesehen haben. Und jetzt habe ich mir überlegt, in diesem Haus, also in dem Palmenhaus, das nächste, in das wir gehen, da kann ich euch wirklich nicht viel dazu sagen, weil ich kein Palmenmensch bin, zumindest noch nicht. Und deswegen werde ich euch einfach jetzt für ein paar Minuten in Ruhe lassen und euch die Aussicht genießen lassen.
Auch dieser Raum ist sehr beeindruckend, wenn man reinkommt. Die Luftfeuchtigkeit ist sehr hoch und hier finden wir auch wieder ganz viele Aronstabgewächse. Hier zum Beispiel das Syngonium, das sich schon mehrfach geteilt hat, also 5 Blätter hier sogar hat. Und dann natürlich diesen wunderschönen Wasserfall, durch den ich jetzt einfach mal durchgehe, dass ihr euch das angucken könnt, wie das von der anderen Seite aussieht. Zu meiner Linken sieht man relativ große Philodendren, die auch wieder diesen Stamm ausgebildet haben. Und hier kann man das, glaube ich, am allerbesten sehen, wenn wir an der Monstera vorbeigehen und an den anderen Philodendren, dann sieht man jetzt hier gleich diesen riesigen Stamm mit den ganzen Blattnarben. Also ich glaube, das ist wirklich das beste Beispiel im ganzen Botanischen Garten für eben diese alten Philodendren, wie die aussehen können, wenn die eben sich einmal komplett ausgebreitet haben und diese wirklich schönen Stämme entwickelt haben mit den ganzen Blattnarben. Und natürlich die Luftwurzeln, die sind auch unglaublich. Ich habe eben schon beim Reinkommen gesehen, dass es hier auch 2 Pflanzen der Amorphophallus-Gattung gibt. Die zeige ich euch gleich. Die stehen hier in den Töpfen. Ihr seht, ihr habt eben den Topf im Bild gesehen, aber ihr seht gleich auch eine Nahaufnahme davon. Und zwar in der vegetativen Phase. Das heißt, es sieht im Prinzip aus wie ein Baum. Aber das Besondere hier dran ist, dass das die größte Blume der Welt ist. Ich weiß jetzt nicht genau, welche Spezies das hier ist, aber da, hier seht ihr sie im Bild, dieser lange Stab in der Mitte. Die Amorphophallus titanum, das ist die größte Spezies. Ich weiß, wie gesagt, nicht, welche das hier ist, aber wenn sie blüht, dann würde sie auch gewaltig blühen. Und ja, googelt mal größte Blume der Welt und dann werdet ihr sehen, wie es aussieht. Weil die hier ist natürlich jetzt nicht in der Blüte, logischerweise. Ich will noch ganz kurz was zum Syngonium erzählen. Die Pflanze seht ihr gleich im Bild. Und zwar zeigt das Syngonium etwas, das sich Heterophyllie nennt. Ich hatte es eben schon mal angesprochen. Und zwar, hier seht ihr das Syngonium und hier seht ihr auch, wie es normalerweise aussieht. Aber wenn die Pflanze älter wird, dann teilen sich die Blätter. Das heißt, die Pflanze hat dann anstatt ein Blatt, 3 oder wie in diesem Fall sogar 5 einzelne Blätter. Super interessant. Was ihr hier seht, ist Monstera deliciosa Saatgut. Diese Monstera hat also geblüht und wurde bestäubt und jetzt hat sie Saatgut entwickelt. Man sieht die unglaublich großen Blätter, die mittlerweile auch mehrere Löcher in der Mitte haben. Also wirklich total beeindruckend, wenn man eine Pflanze, die man ja wirklich oft zu Hause sieht, dann tatsächlich auch in ihrem ganz ausgewachsenen Stadium sieht. Das hier ist jetzt noch der Kaktusraum, ein ganz anderes Klima als die Räume, die wir vorher gesehen haben. Und hier findet man jetzt ganz viele Aloes, Kakteen, manche sind auch in der Blüte und hier gibt es viel am Boden zu entdecken. Das heißt, man muss in diesem Raum tatsächlich auch ein bisschen auf die Knie gehen, um sich anzuschauen, was es hier alles gibt. Was mir in diesem Raum am allerbesten gefallen hat, war die Crested Whortleberry. Die seht ihr auch gleich im Bild. Hier ist sie. Und zwar gefällt mir das einfach so gut, weil die Struktur so interessant ist. Also es sieht fast so aus, als wäre dieser Kaktus zusammengenäht. Wirklich total interessant. Wir verlassen jetzt diesen Pavillon und das nächste, was wir uns angucken wollen, ist der Kaktus- und Sukkulentengarten. Ihr wisst ja, wir sind in Texas. Texas ist unglaublich trocken und heiß und deswegen können diese Pflanzen auch hier ganz normal draußen gedeihen. Also das ist tatsächlich deren normale Umgebung. Aber wir sind im Jahr 2021 und vielleicht erinnert ihr euch noch, im Februar gab es in Texas einen extremen und überraschenden Wintereinbruch. Normalerweise fallen die Temperaturen hier nie so wirklich unter 0 Grad. Aber diesen Winter
war das wirklich ganz extrem. Und man sieht jetzt auch relativ viel Schaden an den Pflanzen. Ihr seht auch gleich nochmal ein paar Aloes, die richtig schlimmen Schaden genommen haben. Viele Sachen sind hier in diesem Kaktus- und Sukkulentgarten auch abgestorben. Ja, das ist halt sehr schade, aber auch viele Dinge haben überlebt. Also man sieht viele Kakteen, die neue Austriebe haben. Man sieht auch ganz viele Pflanzen, die wirklich wieder zurückkommen. Also Natur findet immer ihren Weg, denke ich. Der Botanische Garten von San Antonio hat auch eine Aussichtsplattform, die ist sehr winzig, also da könnt ihr nicht mit vielen Leuten hochgehen. Aber wenn nicht viel los ist, dann lohnt sich das auf jeden Fall. Man bekommt eine schöne Übersicht von dort und man kann auch so ein bisschen auf die Parkanlagen von dem Botanischen Garten gucken. Ganz hinten seht ihr jetzt die Skyline von San Antonio, um genau zu sein, den Tower of the Americas. Ganz am anderen Ende vom Eingang des Botanischen Gartens, also in der Ecke, die am weitesten entfernt ist, findet man die natürlichen Pflanzen, die in Texas vorkommen, also sozusagen alles, was heimisch ist. Und dieser Bereich teilt sich in drei Gebiete auf. Einmal in Pflanzen, die eher im Hill Country vorkommen, dann Pflanzen, die eher in Südtexas vorkommen. Und dann gibt es noch ein besonders großes Areal, das die Pinienwälder von Texas, die eher im Osten zu finden sind, zeigt. Und dort findet ihr auch einen sehr, sehr großen See, um den man drum herum laufen kann. Und das ist wirklich sehr empfehlenswert. Falls ihr mal dort sein solltet, solltet ihr definitiv diesen Weg gehen, weil ihr dort einfach unglaublich viele Pflanzen seht. Und es ist auch ein schöner, einfach ein schöner Weg zum Spazierengehen. Und man hat natürlich auch immer den Blick auf den See und auch auf das Blockhaus, das ganz am anderen Ende steht. Ich weiß nicht, wie gut ihr das jetzt sehen könnt, aber hier vor uns im Wasser sind Schildkröten und das ist auch was, was man ziemlich häufig in Texas sieht. Schildkröten in Flüssen und Seen. Und vor allem natürlich auch die Eichhörnchen, die habt ihr jetzt, glaube ich, schon mehrfach gesehen. Die sind wirklich sehr, sehr weit verbreitet hier und ihr trefft auf jeden Fall welche von ihnen. In Texas gibt es auch jede Menge Palmen. Ich weiß nicht, ob das jedem so bewusst ist, aber ihr habt ja jetzt auch schon ein paar gesehen. Tatsächlich kommen die aber nicht nur im Botanischen Garten vor, sondern man sieht sie auch an Straßenrändern und so weiter. Ein ganz typischer Baum für den Osten von Texas ist die Bald Cypress. Ich weiß nicht, wie der deutsche Name wirklich ist. Ich habe ihn leider nicht finden können und der botanische Name ist so kompliziert. Aber was super aufregend bei diesen Pflanzen ist, ist, dass sie diese Wurzeln bilden, diese Wurzelausläufer. Im Englischen werden die Knie genannt, weil es wirklich ein bisschen so aussieht, als würden die Knie aus der Erde rausragen. Und man weiß nicht so hundertprozentig, was die Funktion von diesen Wurzelgebilden ist. Das Gute ist, sie halten so ein bisschen Sediment zurück. Das heißt jetzt wie in dem Fall, wo die Bäume nah am Wasser stehen, wird einfach die Erde nicht so schnell rausgespült. Aber ansonsten ist man sich nicht ganz so sicher, was der Baum ansonsten damit macht, außer eben sich selber zu befestigen und vielleicht sorgt das auch für Stabilität. Wir verlassen jetzt den Texas Native Trail, also die Region, wo die heimischen Pflanzen von Texas gezeigt werden. Und das Letzte, was wir uns angucken wollen, sind die Formellengärten und die Rosengärten, die also, wie soll ich sagen, sehr ausgiebig gepflegt und beschnitten werden, wo eben die Rosen an Ranggittern hochwachsen und so weiter.
Im Eingangsbereich von diesem Rosengarten findet ihr ganz viele Hochbeete mit vor allem mit Mohn im Moment. Und ihr seht auch ganz viele Saatkapseln. Was mir dort ganz besonders ins Auge gestochen ist, waren die vielen Amaryllis, die gerade geblüht haben. Zusammen, also die waren sehr eng beieinander gepflanzt. Ihr seht hier ein paar weiße und weiter hinten gab es auch noch rote. Und das sieht einfach so wunderschön aus, wenn die einfach in Gruppen gepflanzt werden. Ja, das hat mich einfach total beeindruckt und gefällt mir richtig gut. Ich weiß nicht genau, wie ich das zu Hause verwirklichen soll, weil Amaryllis-Knospen, Amaryllis-Zwiebeln ja tatsächlich sehr teuer sind bei uns. Aber es sieht ganz schön aus. Ihr habt vielleicht schon viele von diesen Statuen jetzt gesehen und habt euch ein bisschen gewundert, warum die so komisch aussehen. Es gibt im Moment eine Kunstausstellung im Botanischen Garten und zwar hat die das Thema Origami. Das heißt, diese ganzen Skulpturen, die ihr jetzt vielleicht im Hintergrund von dem Video irgendwo gesehen habt, das sind alles Skulpturen, die eben aussehen sollen, als wären sie aus Papier gefaltet. Sie sind tatsächlich aus Metall, aber das ist einfach eine der Kunstausstellungen, die aktuell im Botanischen Garten zu finden sind. Ich glaube bis Anfang Mai oder so und dann kommt eben die nächste Ausstellung. Also der Botanische Garten ist auch immer ein schöner Platz, um sich eben, ja, der Botanische Garten versteht sich selber als ein Museum und hat tatsächlich neben den ganzen Pflanzen auch echte Kunst in Ausstellungen, die man sich angucken kann. Das hier ist jetzt der formale Garten. Ihr erkennt das so ein bisschen an den geraden Linien und natürlich an der ganzen Menge Rosen, die hier gepflanzt wurden. Einige davon sind schon in der Blüte, viele sind auch schon verblüht. Ich habe so ein bisschen die Theorie, dass dieses Jahr die Rosen deutlich mehr blühen hier in Texas. Das sieht man vor allem auch an den Rosen, die am Straßenrand gepflanzt wurden. Die sind alle deutlich, also die blühen einfach viel, viel mehr als in den letzten Jahren. Und ich habe so ein bisschen die Theorie, dass es vielleicht an dem Winter gelegen hat, weil es ja diesen Kälteeinbruch gab. Und ich weiß nicht, was der mit den Rosen gemacht hat, aber sie blühen alle wie verrückt. Und zwar alle, also nicht nur die, die die Stadt gepflanzt hat, sondern auch die, die irgendwelche Privatleute sich vors Haus gepflanzt haben. Sie blühen alle wahnsinnig schön. Wir beenden jetzt unsere Tour durch den Botanischen Garten. Vielen, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich hoffe, es hat euch so viel Spaß gemacht wie mir. Ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Und ja, alles Gute bis dahin. Macht's gut!